Freunde des leichten Schabernacks, schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr auf Wiedergabe geklickt habt, um mein Video zu sehen. Heute soll dieses Video aber mal was ganz anderes sein. Und zwar möchte ich heute mal theoretisch auf ein Video eingehen, was bereits ein anderer YouTube-Mensch hochgeladen hat, nämlich Stefan Wiesner. Der ein oder andere von euch wird ihn wahrscheinlich kennen. Stefan Wiesner, auch relativ bekannt im Bereich Fotografie, Videografie, hat auch sein eigenes Magazin, was er da regelmäßig, ich weiß gar nicht, jeden Monat oder so, rausbringt. Könnt auf jeden Fall mal gerne auf seinem Kanal gehen und gucken. Der hat da einige Sachen dabei, wo ich sage, das ist schon sehr interessant. Aber jetzt hat er ein Video hochgeladen, beste Kamera, Kaufempfehlung über 1000 Euro. Und ich glaube, es könnte sein, ich habe das Video noch nicht gesehen, es könnte sein, dass der liebe Stefan da ein paar Dinge anspricht, die ich schon seit einigen Tagen im Kopf habe. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit, währenddessen ich mir das Video angucke und würde sagen, kommentiere das einfach mal so zwischendurch. Ist irgendwie gefühlt ein neues Format für mich. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, los geht's! So, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch und habe das Video schon sozusagen aktiviert. Beste Kamera 2021. Das ist natürlich Stefans eigene Meinung. Das kann natürlich jeder anders sehen. Das kann auch ich anders sehen. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagen hat. Ich würde aber sagen, ich nehme euch einfach mal mit und von daher starten wir das Ganze mal. Hallo zusammen. Kamera, Kaufempfehlung für Kameras über 1000 Euro. Ich habe ein zweites Video gemacht. Übrigens, dieser Anfang immer bei ihm, bei seinen Videos, ne? Dieses Opening sozusagen. Hallo zusammen. Ich glaube, das könnte man im Radio irgendwo hören. Ich wüsste sofort, dass das Stefan ist. Mit Kameras unter 1000 Euro. Das verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung. Heute geht es ein bisschen darum, was ist eigentlich die beste Fotokamera, was ist die beste Videokamera, warum habe ich die beste Fotokamera eigentlich nicht, obwohl ich viel fotografiere, welche empfehle ich stattdessen, weil besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, was würde ich empfehlen, wenn das Geld ein bisschen knapp ist, über Objektive reden wir ein bisschen, also ein bisschen der Rundumschlag zum Black Friday, fürs Weihnachtsgeschäft und so weiter. Dieses Video ist gesponsert von Fotohama, ein Fotoladen in Bochum, bei dem ich selbst auch meine Ausrüstung kaufe. Also ich verstehe, dass die Leute da draußen irgendwie mit ihrer Arbeit, die sie machen, Geld verdienen wollen. Und dieses Sponsoring verstehe ich ja eigentlich auch. Aber es ist auch echt nervig. Also finde mal YouTuber oder Leute, die da irgendwie ihre Videos online stellen, die nicht mehr gesponsert werden. Das ist doch wirklich, also mich hat noch keiner gefragt, ob ich sponsorisieren möchte. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Also ich habe Werbung geschaltet mittlerweile. Das finde ich auch gut. Es gibt eine kleine Mark am Rande, aber es ist echt nur eine kleine Mark. Solche Sponsorings sind wahrscheinlich ein bisschen besser vergütet. Aber irgendwie finde ich das wirklich anstrengend. Ich spule das mal eben vor. So, beste Allround-Kamera ist meiner persönlichen Meinung nach sicherlich aktuell die Canon R5. Siehe unser Review dazu. Hat er gerade gesagt, Canon R5 ist seiner Meinung nach die beste Allround-Kamera. Hör mal, Freunde, ist das nicht genau das, was man als R5-Nutzer hören möchte? Beste Allrounder deswegen, weil da stimmt eigentlich so ziemlich alles. Also tolle Bedienung, toller Autofokus, wirklich toller Autofokus, sehr, sehr gute ISO-Werte, hoher Dynamikumfang. Wenn man filmen möchte, kann man damit sehr, sehr gut filmen, für einen kurzen Zeitraum sogar in 8K und so weiter. Also als Gesamtpaket, und zwar auch Gesamtpaket mit Objektiven, reden wir gleich drüber über Objektive, aber bei Canon kriegt man alles, was man braucht. Finde ich ja nicht. Mir fehlt immer noch schmerzlich ein 35er 1.2 oder 1.4, also das G-Master von Sony, 35-1.4, was jetzt gerade rausgekommen ist, also vor einem halben Jahr oder so, das finde ich richtig geil. Das hätte ich gerne auch bei Canon. Es hat halt alles seinen Preis. Das ist der Grund, warum ich sie nicht habe, weder die Objektive noch die Kamera, weil mir das zu teuer ist. Er hat keine Kohle. Nee, ohne Witz, war nur ein Spaß. Also Canon ist wirklich, Kameras sind etwas teurer, Objektive sind etwas mehr, viel mehr teurer, ist schon unverschämt. Aber die machen halt auch gute Arbeit, ne? Für die Leute, wo Geld keine Rolle spielt oder die sagen, sie brauchen halt das beste Equipment, weil sie das beruflich machen und so weiter und das Gefühl haben, sie müssen das Maximum rausholen. Ja, also schlag zu. Noch besser ist sicherlich die neue Nikon Z9 oder die Canon EOS R3 oder die Sony Alpha 1. Die Nikon Z9 tatsächlich. Ich habe da auch ein Review von gesehen, auch von Stefan Wiesner übrigens. Boah, die Kamera ist ja schon richtig heftig, ne? Aber die Kameras, liebe Leute, da müssen wir uns mal nichts vormachen, die bewegen sich ja auch preislich in einem Rahmen.
für den Normalsterblichen, und ich finde schon die 4.500 Euro für die R5, und das handelt sich ja dabei nur um den Body, ne? Also ich habe noch immer kein Objektiv, selbst die 4.500 Euro finde ich schon extremst heftig. Also war für mich bis jetzt die teuerste Kamera, die ich mir gekauft habe. Und ich bin immer noch am Zweifeln, ob es das Geld dann für mich überhaupt wert war. So, dann muss ich gleich abhaken, Canon R6. Ganz klar, die R5 in allen Dingen besser, aber häufig natürlich nur einen ganz kleinen Tick. Ich finde das richtig geil. Theoretisch ist mein Gedanke aufgegangen, denn die Fragen, die ich mir ja schon stelle, war es richtig, die R5 zu kaufen? Hätte es auch die R6 getan, etc.? Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich mal eben hier oben. Da geht er jetzt gerade darauf ein, und das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen jemand wie er, glaube ich mal, der gefühlt jeden Tag unterwegs ist und fotografiert, der hat die Kameras ja viel mehr in Benutzung, als ich das habe. Ich bin zwar auch fast täglich unterwegs mit der Kamera, aber ja, also ich glaube, dass der Stefan hier definitiv aktiver mit den Kameras beschäftigt ist. Und wenn der mir was sagt, wie er das empfindet, kann ich mir vorstellen, ist das hier auf jeden Fall schon mal eine sehr relevante Aussage. Die R6 hat halt, da habe ich mal ein eigenes Video zu gemacht, das große Problem, dass sie nur 20 Megapixel hat. Jetzt kann man sagen, das reicht einem. Spricht ja nichts dagegen, kann man ja behaupten. Ist ein wenig. Und für die meisten Sachen reicht das tatsächlich. Für die meisten meiner Fotos, gerade als Privatperson, Fotos von meiner Tochter muss ich ja nicht in 40 Megapixel haben. Aber es gibt halt dann die 5 Fotos im Jahr, die hätte man gerne in großen Pixeln. Man kann jetzt argumentieren, es gibt ja inzwischen immer mehr Software, Photoshop und so weiter, wo man Super Resolution reinrechnen kann, wo man also quasi ein Bild nimmt und mehr Pixel reinrechnet. Und das klappt inzwischen mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr gut. Das klappt wirklich erstaunlich gut. Ich habe das mal getestet. Bei einigen Bildern klappt das irgendwie gefühlt nicht so gut. Aber ich habe auch viele Bilder, die ich noch mit meiner R6 hatte, weil ich die mal ausgeliehen habe. Oder aber mit ganz alten Kameras, zum Beispiel meine 5D Mark III. Die habe ich einfach hochskalieren lassen. Und siehe da, Respekt. Also, das ist schon krass. So. Deine beste Filmkamera ist natürlich meiner Meinung nach ganz klar die A7S III, die mich jetzt auch filmt. Aus verschiedenen Gründen, Preis-Leistung stimmt. Ich habe das Klappdisplay, was ich brauche, um mich zu sehen. Ich habe halt 4K, ich habe Slow-Motion, ich habe einen sehr, sehr guten Bildstabilisator, ich habe eine sehr gute Bedienung mit Touch und allem. Also alle Videos der letzten Jahre, seitdem wir sie halt haben, haben wir damit gedreht. Hätte die Alpha 7S III, hätte die 24 oder aber sogar vielleicht 28 Megapixel, wäre das meine Kamera. Der einzige Nachteil an dieser Kamera ist, dass sie nur 12 Megapixel hat. Das Argument ist natürlich, deswegen hat sie sehr wenig ISO-Rauschen. Und das ist so. Aber ganz ehrlich, ich würde lieber so ganz, ganz, ganz kleinen Tick mehr ISO-Rauschen nehmen und hätte dafür 24 Megapixel. Dann hätte ich davon 2 Stück und keine andere Kamera mehr, glaube ich, oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mein Reden. Stefan, Junge, du bist es einfach. Bestes Ökosystem, und damit meine ich so das Drumherum, gerade Objektive, hat natürlich die Sony. Man hatte ja damals bei Canon immer gesagt, so Canon ist einfach ganz weit vorne, weil es einfach unendlich viele Objektive gibt. Theoretisch stimmt das auch. Aber jetzt aufgrund der Umstellung des RF-Bajonetts ist Canon theoretisch nach ganz hinten gerutscht. Also klar kann man das Ganze adaptieren. Man kann die ganzen EF-Objektive auch an die R-Serie schrauben, dann aber wie gesagt mit Adapter. Das soll auch tendenziell genauso gut funktionieren, sogar bei einigen Objektiven besser als bei einer Spiegelreflex. Aber mich persönlich nervt dieses Adaptieren schon. Abgesehen davon landen dann diese Objektive ja aufgrund des Adapters auch ein weiteres Stück nach vorne. Das heißt, der Schwerpunkt der Kamera verändert sich dadurch ja auch ein bisschen. Nee, also es geht doch nichts über ein natives Objektiv, was ich direkt an die Kamera schrauben kann. Und da, weil einfach schon total lange am Markt und auch weil das System offen ist für andere Hersteller, ist natürlich Sony wirklich ganz weit vorne. Sony selbst hat extrem viele Objektive. Die arbeiten zusammen mit Tamron, die arbeiten zusammen mit Sigma. Also wer bei Sony nicht das Objektiv findet, was er sich wünscht, solange es nicht ein 32,5 mm Objektiv ist, bekommt das da. Weil Tamron und Sigma seit vielen Jahren für Sony Objektive bereitstellen. Deswegen meiner Meinung nach Sony, die sind auch am längsten dabei natürlich. Die haben sie von Anfang an geöffnet mit dem Mount, sodass Dritthersteller rangehen konnten. Es gibt Adapterlösungen und so weiter. Also ganz klar, beste Ökosystem. Außerdem haben die Sonys natürlich den besten Autofokus. Ist das so? Hat Sony den besten Autofokus? Also die R5 und auch die R6. Finde ich,
hat einen verdammt guten Augenautofokus. Wobei ich ja im letzten Video gesagt habe, dass das manchmal springt. Also wenn ich jetzt mal eben kurz aufs Bild gucke, wieder auf das Display, ja klar, hier springt es wieder zwischen Brille und zwischen meinem Gesicht. Liegt an, einzig und allein an meiner Brille. Je nachdem, wenn da eine Spiegelung drin ist, zum Beispiel hier von den Lichtern oder so, dann schwenkt das auf mein Gesicht. Ist keine Spiegelung drin. So, jetzt zum Beispiel ist es auf dem Auge. Also, aber Sony, sind die besser? Immer noch? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Besser Autofokus, da meine ich natürlich vor allem Gesichtserkennung. Da war Sony, schon seit Jahren sind die Vorreiter, alle anderen rennen hinterher und holen sie dann mal wieder ein, aber Sony macht den nächsten Sprung. Bei der neuen Sony A7 IV zum Beispiel gegenüber der A7 III würde ich nicht sagen, dass der Gesichtserkennungsautofokus besser ist, aber hat größere Reichweite. Und die Augenerkennung ist bei der A7 IV viel früher. Deswegen besseres Ökosystem und besser Autofokus meiner Meinung nach. Die Sony, aber nicht vergessen, die Nikon oder die Canon sind sehr, sehr nah dran. Ich finde die A7 IV auch echt nicht so schlecht. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die mich daran stören würden. Und das wäre zum einen der Crop in 4K 60 Frames. Und es ist ja bekannt, dass die A7 IV oder generell die Sony-Kameras, wenn es nicht gerade sehr, sehr teurer wird, sehr schlechte Displays haben auf der Rückseite. Und da frage ich mich immer so, wenn ich mal bei meinem Kunden bin und der Kunde möchte gerne mal eben kurz das Foto sehen, mache ich mich da nicht zum Affen, wenn ich dann ein Bild fotografiere, was ja vielleicht schön aussieht und so weiter und so fort, und dann zeige ich ihm was auf so einem 1 Megapixel aufgelösten Display? Ist das nicht irgendwie, sieht das nicht scheiße? Also, das ist so meine. Es gibt natürlich auch noch andere Kameras. Was ist zum Beispiel mit Leica? Ich habe halt noch nie mit einer Leica gearbeitet, von daher kann ich da nichts zu sagen. Preis-Leistung stimmt meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht. Aber das ist auch geil. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da meiner Meinung nach überhaupt nicht. Finde ich gut. Man kauft natürlich auch eine Leica, weil man eine Leica haben will. Ne? So wie eine teure Uhr natürlich nicht besser ist als eine Casio. Aber halt eine teure Uhr ist, weil man eine teure Uhr haben will. Und so, ne? Was wünscht ihr euch denn quasi? Was würdest du kaufen, wenn der Preis stimmt? Ich wünsche mir gerne eine R5, die nicht überhitzt, die 1000 Euro günstiger ist. Die muss nicht unbedingt 8K können. Aber sollte auch mindestens vielleicht 6K oder 5K filmen in 4K 60. Ja, sowas wünsche ich mir. Gibt es eigentlich noch einen Hersteller, der Spiegelreflexkameras baut? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, die Dinger sind top. 5D Mark III, die ich hatte. 1A, eine Sahne-Kamera. Aber gibt es Hersteller, die noch Spiegelreflexkameras bauen? Ganz offiziell. Schreibt das mal unten in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Ich glaube nicht, ne? Oder? Alles meine Meinung und meine Erfahrung und natürlich immer ein bisschen mit der Scheuklappe, mit dem, was ich so fotografiere. Du fotografierst ein bisschen was anderes und hast natürlich ein bisschen andere Ansprüche. Und ich habe versucht, Preis-Leistung ein bisschen zu berücksichtigen. Das ist natürlich immer auch ein bisschen persönliche Präferenz, weil jeder einen anderen Geldbeutel hat. Okay, ja, vielen Dank, lieber Stefan, an der Stelle für das Video. Was ist so das Beste? Was ist so irgendwie, was kann man vergleichen? Was ist preis-leistungstechnisch sehr, sehr gut? Also dahingehend muss ich sagen, war das Video echt so ein guter Schritt, um nochmal darüber nachzudenken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ganz kurz schreibt, in den Kommentaren vielleicht, was ihr dazu haltet. Kennt ihr Stefan Wiesner? Habt ihr seinen Kanal schon mal gesehen? Wenn nicht, dann gerne einmal durchschauen und auch gerne bei ihm mal ein Abo dalassen. Übrigens nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir. Fände ich total toll, ne? Ganz kurz. Und wer sich generell gerade fragt, was die Kamera oder was für eine Kamera für ihn gerade die beste ist oder was für Objektive er gerade am besten irgendwie verwenden könnte und vielleicht auf den Zug Canon aufspringen möchte, denn den habe ich ja sozusagen auch schon seit einigen Jahren, den ich befahre, dann darf derjenige gerne auch mal bei mir unten in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich ein paar Empfehlungen stehen. Gerne mal durchblättern, ist auch witzig, ne? Gerne mal durchschauen, draufklicken, kaufen. Ist ja bald Weihnachten. So, das ist es doch so. Also, fand ich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie diese Art von Video bei euch ankommt. Auch da gerne ein kleines Feedback zu. Vielleicht sagt ihr, oh, nee, sowas bitte in Zukunft nicht. Dann doch lieber so, wie wir es gewohnt waren. Für mich war das jetzt hier auch alles neu, aber man muss sich ja auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Bis dann. Horido. Horido. Meine Herren, ey.